Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist die aktuelle Instylebox bei mir eingetroffen und zwar ist das dieses schöne Stückchen hier. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Instylebox bekomme ich in der Kooperation mit boxpalast.de kostenfrei zur Verfügung gestellt und deswegen kann ich in jedem Video auch eine Box an einen von euch verlosen. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox. Schau einfach mal vorbei und nimm gerne an der Verlosung teil. Ja, ich find das so herrlich, ne? Die haben mich ja auch großartig oder unterstützen mich ja aktuell großartig bei der Verlosung mit den 10.000 Abonnenten. Also bei meinem Special, da haben die ja auch ein Jahresabo beigesteuert. Also sei noch schnell und schau vorbei, falls doch, das müsste eigentlich noch gehen. Ja, schau auf jeden Fall mal vorbei. Und ich bekomme auch immer ein Kärtchen. Und weil es halt eine Kooperation ist. Liebe Claudia, mit der letzten Instylebox des Jahres 2019 bereiten wir dich mit ausgewählten Produkten auf den Winter und auf den Weihnachtsstress vor. Frohe Weihnachten und ein handgemaltes Herzchen daneben. XOXO Maria vom Instylebox-Team. Also die Maria ist schon ein Schlawiner. Denn die, eine Schlawinerin, glaube ich. So nennt man das, oder? Weiß ich nicht. Was ist die weibliche Form von Schlawiner? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß sie, dass sie mich damit echt immer wieder glücklich macht. Ne? Danke, liebe Maria. Ich finde das total schön, ne? Weil das ist so diese Individualität. Und das gefällt mir einfach noch ein Stückchen. Noch mehr, noch mehr. Noch mehr. Das macht mich immer sehr, sehr froh. Ja, wirklich. Die Instylebox kannst du abonnieren. Die kommen viermal im Jahr. Also immer passend so zu den Jahreszeiten. Also alle drei Monate erscheint sie. Und je nachdem, was für eine Aboform du wählst, kostet sie so zwischen 25 und 30 Euro. Ne? Je nachdem. Genau. So. Hier haben wir die Instylebox, die immer gleich aussieht. Die hat nie ein Special Design. Die ist immer weiß mit einer holographisch roten Schrift drauf. Genau. Und ist halt inspiriert vom Instyle-Magazin. Genau. Ja, wir entfernen den Deckel einmal. Tada, ein Deckel. Ja, Claudia, ein Deckel ist total spannend. So, und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Wir haben ein Seidenpapier, welches hier mit Instyle bedruckt ist. Das macht die ganze Geschichte immer etwas individueller. Hast dann hier den Klebi drauf, den wir natürlich vorsichtig lösen. Und dann haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Ich weiß nicht, ich glaube, da stehen keine Preise drin. Das heißt, ich suche dir die Preise auch mal mit nach bestem Wissen und Gewissen aus dem großen, weiten Internet heraus. Aber hier stehen immer noch ein paar Informationen drin. Du hast da unfassbar viele Gutscheincodes auch immer mit drin. Also, ne, da kann man sich echt nicht beschweren. Und ja, der erste Blick in die Box ist verdeckt von dem weißen Krüppelpapier, sodass das Ganze noch etwas spannend für uns bleibt. Ist das nicht wundervoll? So, ich lese die erste Seite nicht vor. Das mache ich ja sonst ganz gerne, zum Beispiel bei der Pinkbox oder so, um sich so ein bisschen drauf einzustimmen. Aber da sind Teaser drin. Wir wollen keine Teaser, wir wollen zwar jetzt teasern, indem wir uns das Video angucken, aber hey, genau. Wie kann man den Weihnachtsstress umgehen, indem man eine Gemütlichkeitsatmosphäre schafft, alles etwas entspannter macht und vielleicht einen Tee mit rein? So dezente oder geile Weihnachtsdüfte finde ich ganz geil. Ich bin aufgeregt. Ich will jetzt gucken, was drin ist. Ich laber schon wieder so viel, ne? So, das Erste, was ich hier rausziehe, ist Anti-Age Eclat Laboratories Lyric Paris Supra Radiance Gel Creme. Okay. Okay, also das soll die Strahlkraft der Haut reaktivieren, so Falten korrigieren und die Haut vor täglichen Aggressionen beschützen. Okay, ja, cool. Was haben wir hier drin? 15 Milliliter. Das ist eine relativ kleine Größe für eine Gesichtscreme, würde ich mal so sagen. Aber die sieht schon, ne, von Lirac oder Lirac, hatte ich jetzt letztens tatsächlich auch in einer anderen Box schon mal was drin. Und ja. Ne? Die ist jetzt rosa und ja, ist eine Gesichtscreme. Ist mit dabei, finde ich gut. Ist cool. Äußeren Aggressionen oder von täglichen Aggressionen, das finde ich herrlich, Leute. Okay, so, das nächste Produkt ist, oh geil, von Pasa, ein Pinsel. Ich liebe Pinsel. Pinsel und ich, wir sind die besten Freunde der Welt. Je mehr Pinsel ich habe, desto seltener muss ich Pinsel waschen, um Pinsel benutzen zu können. Herrlich, okay. Von Pasa kenne ich tatsächlich auch bislang nur die Haarbürste. Und jetzt haben wir hier einen 100% veganen Puder- und Bronzerpinsel. Geil.
Auspacken, Claudi, auspacken. Wie mache ich den denn auf? Kennt ihr diese Verpackung, wo du quasi hier so Papier drüber hast und das hier ist Plastik und das ist irgendwie da drunter und du musst es rausfuddeln und das funktioniert meistens nicht? Mein Leben ist so kompliziert. Echt. Ich habe auch sonst keine anderen Sorgen. Nein, nein. Ja, da muss man die schöne Verpackung halt zerschneiden. Geil, wusste ich gar nicht. Ich dachte, die machen wirklich in Anführungsstrichen nur Haarbürsten. Ne? Hier hinten hat bestimmt noch was drauf gestanden. Nö. Durch die Kegelform des Pinselkopfes eignet er sich sowohl zum großflächigen Auftragen als auch zum gezielten Konturieren oder Highlighten von losen sowie gepresstem Puder. Regelmäßig reinigen. Hm. Ja. Solche Verpackungen sind hübsch, aber irgendwie auch doof. Okay, ja, ja, fühlt sich hier richtig schön an. Wirklich schön. Doch, den mag ich wohl leiden, ne? Und der ist echt hübsch, ne? Der sieht toll aus. Oh ja, damit, Also entweder hier Bronzen, ME, oder komplett Puder. So unter die Augen kannst du damit auch gut gehen, ne? Schön, echt toller Pinsel. Den mag ich. Scheint auch qualitativ hochwertig zu sein, weil da keine Haare oben rausfusseln, wenn ich so mache. Cool. Next one. Matte Maske. Leave Me On Winter Mask. Hä? Leave Me On. Protecting, Moisturizing, Ultra Repairing, Nourishing und Anti-Aging. 40 ml. Leute, dieses Produkt wird ganz schön teuer sein. Das ist cruelty-free. Und ich soll die drauf lassen? Du sollst dein Gesicht und deine Hände waschen. Du sollst eine dünne Schicht darauf auf dein Gesicht machen. Dann lässt du die Maske während des Tages drauf und bei kaltem Wetter täglich benutzen. Also benutzt man die dann wirklich anstatt von den ganzen Pflegeprodukten, die man morgens verwendet? Keine Ahnung. Ja, das muss getestet werden. Da bin ich wirklich gespannt drauf, ne? Ja, vor allem, wenn ich dann zum Beispiel jetzt auch demnächst... Oh, ja, so ein bisschen um die Feiertage drum zu, habe ich 3 Tage Urlaub mir genommen. Und ja, dann kann ich die auch wirklich dann mal testen. So zur Arbeit bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig. Da benutze ich dann lieber die Go-To-Produkte, die ich dann auch wirklich, ne, wo ich mich drauf verlassen kann. Wo ich dann weiß, das krümmelt nicht oder macht nicht irgendeinen Blödsinn in meinem Gesicht, sondern funktioniert einfach. Genau. Ja, aber darüber freue ich mich. Matte Maske ist eine teure und geile Marke. Wobei ich, glaube ich, mal einmal eine Maske von denen hatte, die habe ich so schlecht runterbekommen. Ich glaube, es war so eine türkise kleine, die ich letztes Jahr im Adventskalender drin hatte. Boah, die war furchtbar. Also, die war gut von der Pflege nachher, aber meine Haut nachher, die hat auch echt gedacht, Claudi, ganz ehrlich, willst du mich töten? Lenchen, handgemachter Lebkuchen. Ach, wie niedlich. Gucke mal. Hast du hier einen kleinen Lebkuchen drin? Also, bei uns ist jetzt gerade leider die Pizza im Ofen, sonst würde ich mir das jetzt reinpfeifen. Aber das esse ich mir nachher vom, wenn ich das Video schneide, dann schreibe ich dir hier mal rein, ob es geschmeckt hat. Aber es fühlt sich schön weich an. Sowas mag ich ja gerne. Dann hast du hier auch so diese Stückchen drin. Ich weiß gar nicht, was dieses, ich glaube, das ist Mandel, oder? Diese weißen Stückchen, die da so mit drin sind. Ja, ne, mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen und ich kriege da gerade richtig Bock drauf. Doch, also bislang schon so Produkte, wo ich sage, ja, das passt schon so ein bisschen, um dem Winter-Weihnachtsstress so ein bisschen zu entfliehen. Eine Maske, die so ein bisschen dich chillt, also quasi dir so die Falten reduzieren soll, Strahlkraft hervorbringen soll und gegen die Kälte dein Gesicht schützt. Das finde ich sehr geil. Den Pinsel, der einfach dein Gesicht streichelt und sanft zu dir ist. Lebkuchen läuft sowieso bei mir, ne? Also da gerne mehr davon, immer wieder. Ja, ne? Und natürlich eine Gesichtscreme, klar, ne? Kann es auch nichts zu sagen gegen tägliche Aggression. Gucken wir uns mal das nächste an, was hier irgendwie drin ist. Das ist ein Lippenpflegestift, den können wir alle sehr gut gebrauchen. Be Natural, 100% natürlich, mit Bienenwachs und das ist Coconilla. Mhm. Ein Kokos-Vanille-Lippenbalsam. Ja, ne, Vanille auf jeden Fall voll mein Ding. Kokos muss nicht unbedingt sein. Ich habe nicht so gerne Kokosduft. Ich esse tatsächlich Kokos. Deswegen wäre das auf den Lippen jetzt vom Geschmack her nicht so schlimm. Aber die Lippen sind sehr, sehr nah an der Nase. Und wenn das nach Kokos riecht, dann raste ich aus. Das ist nicht mein Ding. Das heißt, der wird dann weiter wandern tatsächlich. Aber die Idee, einen Lippenpflegestift mit reinzupacken, finde ich persönlich super. Weil Lippenpflege kannst du jetzt sehr gut gebrauchen. Das, was ich jetzt auch auf den Lippen drauf habe, was so ein bisschen vor sich hin glänzt, ist auch ein Lippenöl. Also, ne? Genau, auf jeden Fall. Sehr gut jetzt. Mensch, bislang sehr gut ausgewählte Produkte, wo ich sagen muss, die passen echt
zum Boxenthema und zur Zeit auch, ne? Dann habe ich hier von La Roche-Posay Hyalur-B5 ein Serum gegen Falten, das reparieren soll. 10 Milliliter sind hier enthalten. Und das soll aufpolstern und ist ein Serum mit Hyaluronsäure, Vitamin B5 und Madecassoside. Keine Ahnung, was das ist. Aber das sieht mega schön aus. Oh, Verpackungsopfer hier. Das mag ich leiden, ne? So eine schöne Pipette hast du dann und dann machst du dir das so auf dein Gesicht und dann fühlst du dich wundervoll. Ich muss gucken, ob ich das mit dem Vitamin B5 so vertrage. Ich hatte letztens eins von The Ordinary getestet. Das war von den... Das war ähnlich. Ich glaube auch, dass es mit Hyaluronsäure und Vitamin B5 war. Habe ich überhaupt nicht vertragen. Habe ich gar nicht vertragen. Kommt auch demnächst in meinem Aufgebraucht-Video. Oh je, wir haben schon Mitte Dezember und ich habe immer noch nicht mein Aufgebraucht-Video gedreht. Ha, furchtbar. Ne? Aber da muss ich gucken, ob ich das vertrage. Okay, wir haben noch einiges hier drin. Und zwar... Oh, schön. Von Sante Naturkosmetik Multi-Effect Beauty Blush. Das ist dieses hier. Wir hatten ja gerade in der Pinkbox auch von Sante Naturkosmetik einen Bronzer und Contour 2-in-1 Produktgedönsen mit drin. Und das hier ist jetzt ein Schimmer-Blush, also komplett Schimmer. Und ja, da kannst du dann halt schauen, welche Farbe du da entsprechend möchtest. Ich habe einen leichten Blush eben mir drauf gemacht, aber ich kann ihn jetzt mal so ganz vorsichtig drüber machen. Ich habe doch hier einen Blush-Pinsel gerade in der Box gehabt. Dann kann man den doch direkt mal austesten, wa? Genau, ja, ich gehe einfach mal jetzt durch alle Farben durch. Allzu viel ist jetzt hier nicht auf dem Pinsel drauf, ne? Und mach den mal hier so hin. Riecht ganz angenehm übrigens, ne? Das muss ich ja auch mal sagen. Und das macht, also jetzt auf einer... Ich habe keine Base. Macht ein schönes Ergebnis. Schön Schimmer. Das mag ich ja sowieso, ne? Ich bin ja so ein Glow-Typ. Ich mag das, wenn mein Gesicht so ein bisschen vor sich hinglänzt. Und da ich ja sonst nichts drauf habe, verteile ich den jetzt auch ein bisschen großflächiger. Einfach, um das so ein bisschen natürlich zu haben. Ihr seht jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel davon in der Kamera. Aber es hat schon einen leichten Effekt. Also meine Wangen sehen doch etwas gerötet aus. Man muss dafür natürlich den Schimmer mögen, ne? Also ich mag's. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, boah, ne, so ein Schimmerblush, das ist gar nichts für mich. Ich benutze lieber einen Blush und wenn ich Schimmer will, dann nehme ich mir einen Highlighter. Ne, ist ja jedem selbst überlassen. Ich finde es aber gerade so, ach, ich finde es einfach generell klasse, wenn die Haut so ein bisschen scheint. Sowohl im Sommer als auch im Winter, weil man dann einfach irgendwie so Haut bekommt, ne. Das sieht dann so ein bisschen natürlich aus. Doch, man sieht schon den Blush, oder? Komm, das lassen wir mal so durchgehen. Ich will jetzt auch nicht hier so Overblushing machen. Das sieht dann auch ein bisschen kacke aus. Ja, sowohl Pinsel vom Auftrag hier, so mit dem Tupfen, fand ich gerade sehr, sehr angenehm, als auch das Produkt an sich. Also hier habe ich jetzt ein bisschen viel, glaube ich. Aber, ne? Mag ich. Mir gefällt's, ne? Oh mein Gott! Ich bin immer wieder überrascht, dass sowas überlebt, ne? Hier habe ich so ein Mini-Tellerchen drin. Da kannst du bestimmt auch super Foundation mitmixen. Ist jetzt natürlich von diesem Krüppelpapier so ein bisschen Staub drauf gewesen. Pretty Little Things, da kannst du dann entweder zum Beispiel deine Ringe draufpacken, wenn du das so, ne, ich glaube, das ist sogar Goldrand, ui, in deinem Badezimmer, wenn du dann abends so deinen ganzen Schmuck ausziehst, kannst du das da draufpacken. Oder halt wirklich, dass du da deine Foundation drauf mischt, aber dafür ist es, glaube ich, ein bisschen zu schade, ne. Da weiß ich jetzt auch nicht, was sowas kostet, weil hier steht jetzt auch keine Marke oder so mit bei. Ich denke, dass es von der Instabox selber kommt und das ist schon ein süßes Tellerchen, was auch so ein bisschen, ne, es ist halt so ein bisschen uneben. Also da kannst du schon was drauf machen. Oder du machst da jetzt zur Weihnachtszeit so einzelne Pralinchen drauf oder so. Finde ich ganz niedlich. Okay, dann habe ich hier dieses Krüppelpapier-Pulverzeug. Das ist immer echt großartig. Herbal Essences, marokkanisches Arganöl, Real Botanicals. Das ist ein Shampoo. Leute, ich liebe Herbal Essences. Ich habe damals als junges Mädchen, als diese Werbung kam mit den Leuten, die dann unter diesem Natur, wie nennt sich das, Wasserfall standen und sich dann die Haare gewaschen haben und ne, in der Natur standen. So habe ich mich auch immer gefühlt. Und deswegen habe ich es immer geliebt, mir dann auch tatsächlich Herbal Essences ins Haar reinzugeben. Und ich freue mich gerade volle Kanne, dass es hier mit in der Box drin ist, weil das so ein bisschen Flashback ist.
gibt, das ist richtig toll. Und die Verpackung ist zwar eine neue, also es ist nicht die von damals. Damals die Verpackung fand ich schon ziemlich geil. Aber die hier sieht so retromäßig aus, ne? Auch irgendwie so edel und auch echt cool. Wir riechen mal dran. Achso, das soll, habe ich gesagt, ne? Marokkanisches Arganöl. Ja, Arganöl ist ja gut für die Haare. Boah, riecht das gut. Das riecht einfach nach sauberen Haaren. Mega geil. Das freut mich. Darüber freue ich mich. Das wird benutzt. Ja, das ist so Spa-Moment unter der Dusche. Finde ich gut. Von Taka Bath Bubble Body Wash Pad. Mit fermentierten Otaka-Enzymen aus natürlichen Pflanzenextrakten. Porentiefe Reinigung, samtweiches Hautgefühl, intensive Feuchtigkeitspflege. Hä? Bubble Body Wash Pad. Ist das nur für einmal? Das wäre dann natürlich ein bisschen schade, oder? Das Waschpad wurde speziell für die Tiefenreinigung entwickelt und wirkt wie ein Detox für die Haut. Die abgestorbenen Hautzellen werden effektiv entfernt und die Poren verfeinert. Gleichzeitig wird die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und bewahrt die Haut vor dem Austrocknen. Also ist es in dem Sinne dann auch so ein bisschen quasi ein Peeling, ne? Waschpad aus der Verpackung entnehmen, schäumende Pflegeseite weiß, mit kreisenden Bewegungen 3 bis 5 Minuten auf den angefeuchteten Körper einmassieren. Ui, das ist aber lange, ne? Die strukturierte Reinigungsseite rosa sorgt für eine noch effektivere Tiefenreinigung. Anschließend den Körper gründlich mit Wasser abspülen. Ausreichend für eine Anwendung. Also das hier ist tatsächlich leider nur eine Einmalanwendung und hast dann wirklich so einen Spa-Moment unter der Dusche. Schade, dass es dann nur für einmal reicht, oder? Aber das ist halt wie bei Tuchmasken auch. Naja, auf jeden Fall ist hier ein Tuch drin, das wird verwendet und ich bin sehr gespannt. Tantastic Sunless Tanning. Deine Wunschbräune einfach aufgesprüht. Ja, okay. Ich bin jetzt kein Fan von Self-Tan, muss ich sagen, weil ich bin blass. Ich weiß, dass ich blass bin und ich werde auch immer blass bleiben. Also ich werde mich nicht jetzt irgendwie tannen. Also hier ist eine Lady, die halt neben so einem Self-Tan steht. Tantastic. Gratis-Anwendung für die Tantastic-Bräunungsdusche im Wert von 24,90. Ist natürlich ganz geil, wenn du gerade irgendwie planst, zum Beispiel auf eine Hochzeit zu gehen oder keine Ahnung, ne? Aber da würde ich mich jetzt, also nee, für mich ist das nichts. Genau, cool. Also für mich nicht cool, aber zum Verschenken cool, weil macht Sinn. Und vom Motto her, von der Idee her, ist es auch schon wieder irgendwie passend, weil es ja auch schon wieder eine gewisse Me-Time bedeutet, ne? Jo. Aber ich bin ja nicht hier Entscheider über alles Mögliche und hab, ne? Ich muss nicht alles mögen. Shine like the whole universe is yours, Rumi. Ist eine Karte. Jo. Okay. Das ist ein 20% Gutschein für alle Postkarten und Papeterieprodukte auf stayinspired.de mit dem Rabattcode INSTYLE20. Ja, so eine Karte finde ich auch ganz niedlich. Die kann ich auch immer super verwenden, wenn ich jetzt Verlosungsboxen packe oder so, dann kommt die immer mit damit rein. Ja, ist schön. Shine like the whole universe is yours. Ja, cool. Ja, ihr Lieben, das war die Instylebox Winter Edition 2019-2020. Die erste Box, wo 2020 schon mit draufsteht, ne? Es ist gar nicht mehr so lange, dann haben wir schon das neue Jahr. Krass. Ja, hat mir gut gefallen. Meine Stimme verabschiedet sich gerade. Ich blende dir auch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Erfahrungsgemäß ist der relativ hoch. Also da reden wir schon so über 100 Euro, ne? Sind wir da unterwegs. Also weit drüber, ne? Denke ich schon, so 150 grob. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Mir hat sie sehr gut gefallen. Sie passt auf jeden Fall zum Thema und animiert einen so ein bisschen den Weihnachtsstress und diese ganzen äußeren Hektiker zu vergessen und ein bisschen Me-Time sich zu gönnen, ein bisschen abzuchillen. Ein Tee war jetzt nicht mit drin, ist aber nicht schlimm, weil die Düfte, die die Produkte versprühen, sind so schon ziemlich, ziemlich geil. So, ihr Lieben, das war jetzt mein Unboxing. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich wirklich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!